dachte zuerst, das Bein hergebrochen. Oh shit, Leute, guckt euch das an. Also irgendwie mäht er nicht richtig. Ich bin geschockt. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Und wenn ihr sehen wollt, was wir mit diesen ganzen Blättern im Herbst machen, dann bleibt auf jeden Fall dran. Jeder, der irgendwo Bäume rumstehen hat, hat jedes Jahr das Ding, wie bekomme ich diese Blätter da weg? Und ich habe schon mehrmals gesehen, dass sie das mit so einem Rasenmäher gemacht haben, hinten einfach einen Kopf aufgemacht haben, nach unten gestellt haben und dann einfach drüber gefahren sind. Und Leute, man sieht wie ein Weg dadurch. Natürlich kann man das auch hinpacken in so Ecken oder Bretter und sowas drauflegen. Für Igel, dass die da drin halt ihren Winterschlaf halten können. Oh mein Gott, Leute, hier ist ein kleines Baby-Chicken. Und es lag hier einfach so auf dem Boden. Ich habe keine Ahnung, was mit dem ist. So Leute, ich habe es hier reingetan und irgendwie sieht es wieder ganz gut aus. Es putzt irgendwie jetzt einfach sein Gefieder. Ich dachte zuerst, das Bein wäre gebrochen oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht gebrochen. Ich habe es nachgeschaut. Was ist denn, kleiner Mann? Das gehört natürlich auch immer mit dazu. Ich packe das jetzt erstmal hier rein, weil hier drin ist es warm. Vorhin hatte ich das noch in der Hand und dem ging es eigentlich ziemlich gut. Der Kropf ist auch gerade nicht so leer. Keine Ahnung, vielleicht war es zu kalt ein bisschen. Vielleicht ist abends nicht mit in den Stall reingegangen. Schon irgendwie komisch. Also mich würde schon interessieren, was passiert ist. Das findet man wahrscheinlich nicht raus. Ich stelle dem auf jeden Fall gleich nochmal was hin. Oder wir stellen dem jetzt eben was hin. Wir holen jetzt natürlich kein kaltes Wasser, sonst kühlt der Körper von innen drin auch noch aus. Sondern warmes Wasser. Die kleine Henne ist ja auch schon am Fressen, aber irgendwie ist sie ein bisschen humpelig auf den Beinen. Kann auch sein, dass die einfach umgeknickt ist oder so. Gebrochen ist auf jeden Fall nicht. Das Bein, das tut, glaube ich, ein bisschen weh. Ich würde sagen, wir lassen die jetzt erstmal so. Schon gleich, weil teilweise, ich kenne das, sind schon manchmal echte Wunder passiert. Ich bin guter Dinge, dass die das schafft, denn da drin ist es schön warm. Und die sah eigentlich auch wieder ganz agil aus. Wir drücken die Daumen. Aber jetzt machen wir erstmal weiter. So, Chickies, ihr könnt jetzt eh alle raus, weil ihr werdet eh gleich alle abhauen. Können wir mal drüber reden, wie easy das war? Irgendwas muss hier faul sein, weil ich bin da einmal rüber gemäht, alle Blätter weg. Nicht ein einziges Blatt lag da. Ich konnte einfach über diese Steinkante fahren. Ich bin geschockt. Normalerweise klappt das nie so gut. Irgendwas muss noch schieflaufen. Auch übrigens ein geiler Fact. Die Hühner haben mega viel Spaß dran, dieses ganze Zeug hier auseinander zu wühlen. Und das ist natürlich eine mega gute Beschäftigung für die. Hier sind die beiden Zwergweindotten. Die fressen auch, da sind natürlich ein paar Grashalme bei, die fressen die auch noch raus. Und dann flüge ich das hier einfach auch mit runter. Naja gut, die haben Spaß. Darum lasse ich das jetzt auch erstmal so als Haufen. Und gleich werden die auch herausfinden, dass da hinten das Tor offen ist. Und dann sind die eh alle draußen. Und dann ist das wahrscheinlich eine Sache für morgen. Also wirklich, Leute, das klappt so unfassbar gut. Es ist ja mega nice, es macht voll viel Spaß. Guck mal, was ein Unterschied da, 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 da. So Leute, also es ist wirklich crazy, es macht richtig Spaß, mit dem Teil zu fahren und dann diese ganzen Blätter zusammen. Weil man hat so einen krassen Effekt. Natürlich habe ich das jetzt nicht rausgehackt oder so an den Seiten, denn ich mache das gleich hier in einem Monat oder so einfach nochmal. Und dann mache ich das nochmal ordentlich. Aber es sieht so viel cleaner aus einfach. Und ich habe gleichzeitig noch die Einstreu für das Chicken-Ding. Denn ich habe einen nur da hinten reingefahren, den anderen. Das andere Zeug habe ich vor die Voliere gefahren und packe es da gleich rein. Guckt euch das mal an. Natürlich sind da hinten am Rand überall noch Blätter, aber überall kommt man auch nicht hin. Und hier wirklich, es war ja alles voll. Und es macht übel, es wird Spaß. Wie ihr seht, seht ihr fast nichts. Leute, wie alles heute an diesem Tag, ist das ganze Laub jetzt... Oh mein Gott, ist das viel Laub. Ist das jetzt alles da drin? Ich würde sagen, wir gehen da jetzt erstmal rein und verteilen das ein bisschen. Und dann sehen wir, ob da noch mehr rein muss oder ob das reicht. Oh mein Gott, ist das viel. Nein, ihr dürft nicht rein, Chiefs. Ich habe das ja gerade gar nicht so gesehen. Leute, guckt euch das an, wie viel das ist. Hey, yo. Ich glaube, das müsste reichen für den Boden, oder? Ein bisschen verteilen. Das Coole ist auch, dass es jetzt so alles so klein gehäckselt. Und dadurch, dass es klein gehäckselt ist, sollte das auch schneller verrotten. An sich würde es hier nicht verrotten, weil es hier oben ein Dach drüber ist. Aber ich mache hier immer ein bisschen Wasser rein, damit der Boden halt besser wird, weil der Boden ist halt schlimm. Und es ist halt mega nice für die, weil hier sind dann auch so Insekten und sowas drin. Ihr seht schon den Goldfasan da, der feiert das schon. Und es ist einfach ein anderes Bodengefühl. Wenn ich das dann verbinde da mit dem Hühnerstall, haben die Hühner hier auch nochmal einen Bereich, wenn die Fasanen und sowas raus sind. So Leute, also ich finde das mega geil. Mit diesem Laub, so den Fasanen und sowas gefällt es auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben dann noch mehr Deckung und können sich hier besser tarnen. Weil
Die leben hier auch so in den Feldern und das ist jetzt so ein richtig geiler Waldboden. Und ich finde, es hat einfach viel mehr Struktur und so, anstatt einfach so ein normaler Boden. Und es bietet sich einfach an, ne? Davor war das ja eher so ein Sandboden, habe ich gar nicht gefühlt, aber hier so ein Laubboden und damit Fasan, finde ich schon cool. Da vorne ist ein bisschen was, das mache ich noch weg und vorm Haus, da gehen wir jetzt hin. Hier sind wir auch schon am Ort des Geschehens, hier ist so ein Haselnussbaum. Ich habe hier schon so ein Korkenzieher Haselnuss, das kommt, weil der irgendwie so ein Gendefekt oder sowas hat, aber hier kommt auch normale Haselnuss raus. Ich habe hier schon ein bisschen was gehakt, darum ist ja auch nicht mehr so viel Laub, weil es in die Voliere geschmissen. Aber ich bin ja einmal rübergefahren und irgendwie war es vorhin nicht so gut. Vielleicht ist es ja jetzt besser. Sonst lassen wir das einfach liegen, weil da hinten ist auch noch Laub und da ganz hinten ist auch noch was. Also irgendwie mäht er nicht richtig. Ich guck mal nach. So, meine Vermutung hat sich bestätigt. Der ist verstopft. Und darum holen wir uns jetzt irgendwie so eine Stange oder sowas. Ah, hier ist so ein Spaten. Damit kriegen wir das Ganze nämlich raus. So, das wären jetzt alle Blätter, die alleine hier im Dingsnest drin waren, im Gang. Und ich glaube, hier unten im Mähwerk sind einfach richtig viele drin. Darum schreddert es die Blätter nur so wie hier. Aber sorgt die da nicht an, weil das einfach nicht weiter kann. So Leute, es hat sich mittlerweile geklärt. Jetzt ist hier zwar alles voll mit Blättern, aber egal, das fliegt hoffentlich irgendwie auf dem Acker. Packen wir das Teil da wieder drauf. Die Zange abmachen. Es wird halt schon langsam dunkel, weil es ist halt Herbst, Leute. Oder jetzt mittlerweile ist es sogar schon Winterzeit. Ich feiere das ja, wenn die hier überall fliegen. Alle im Süden, da hinten die ganzen Pigeons, die ganzen Tauben. Da hinten ist auch alles voll mit Gänsen. Die Tauben könnten wir auch füttern. Da seht ihr das alles, Tauben. Oh mein Gott, Leute. Ja, lass die mal füttern. Das ist eine tolle Idee. Weil die fliegen nicht in den Süden und dann haben die auch was zu fressen. Ich weiß, die meisten Leute mögen keine Tauben, aber ich mag die irgendwie. Wir sind ja jetzt hier vorm Haus und hier vorm Haus haben wir gar keinen Baum, aber die Nachbarn haben einen Baum. Und hier fallen immer die Blätter rüber. An sich müsste man die Zweige natürlich schneiden, aber ich habe jetzt auch keine Lust, mit den Nachbarn Stress zu haben, weil ich deren Zweige abgeschnitten habe. Und darum mache ich jetzt einfach diese Blätter erstmal weg. Da hinten ist schon richtig clean. Hier sind natürlich noch ein paar Blätter, aber das geht schnell. Ich habe ja jetzt das Problem gelöst. Einen habe ich schon komplett weggefahren. In die Chickenweide. Ich würde sagen, wir machen das jetzt mal fertig und dann schauen wir noch mal, was wir machen. Vielleicht ist da hinten noch. Mal schauen, wie es ist mit der Helligkeit. So Leute, wir sind jetzt auf der Jagd und zwar nach Chickens. Denn ich habe die hier gerade alle draußen laufen lassen und das Tor ist halt offen. Und da hauen wir schon welche ab und es sind welche abgehauen. Und die müssen wir jetzt catchen. Da sind auch schon die vier. Vier Stück müssten es sein. So Leute, eins haben wir schon mal. Guck mal Leute, eine schöne. Das mit Haube und gelbe Beine sogar. Die haben keine gestutzten Flügel, darum können die da so runterflattern. Oh shit, Leute, guckt euch das an. Da hast du aber mal Glück gehabt, kleines Chicken. Du hängst da richtig drin fest. Das hat jetzt keine gelben Beine, aber das ist sowieso ein normales Blumenhuhn. Und das darf jetzt auch fliegen. So Leute, es ist mittlerweile schon der zweite Tag. Gestern ist es einfach mega spät geworden, es war einfach schon dunkel und mein Akku ist leer gegangen. Darum bin ich heute weiter und wie ihr seht, haben die Kleinen hier schon ein bisschen was zu essen bekommen. Es ist nicht morgens, auch wenn es nebelig ist. Es ist irgendwie den ganzen Tag schon nebelig. Ich bin jetzt gerade aus der Schule wieder zurückgekommen. Ich hatte heute Morgen schon bei dem Baby Chick geguckt, wie es denen ging und gestern Abend auch. Aber ich dachte, ich lasse es hier lieber drin, weil es, dem geht es noch nicht so gut. Erstmal, glückliche Nachricht, es lebt auf jeden Fall noch. Aber es liegt hier halt immer noch. Es ist frisst auch und so. Aber das Bein, da müssen wir zum Tierarzt gehen. Und da halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden, aber das kommt wahrscheinlich nicht mehr in diesem Video, sondern in einem anderen Video. Einfach als Zwischenupdate. Ist natürlich traurig, aber was soll man machen? Und ich hatte ja gestern schon gesagt, wie ihr wisst, dass die Tauben hier überall rumfliegen und diese anderen Tiere. Und darum habe ich Mais. Ganz viel Mais. Und das ist einfach so normaler Futtermais irgendwie. Der ist jetzt nicht kaputt gemacht oder so wie bei meinen Chickens. So, das ist einfach, oh hoppala, egal, das fast wie Enten. Das ist einfach ganze Maiskörner. Das kann man einfach kaufen in so größeren Mengen, ist günstiger. Und das füttere ich diesen ganzen Wildtieren hier so, weil die haben auch alle Hunger. Und darum, Leute, würde ich erst, guck mal, Leute, da oben fliegen die Tauben. Seht ihr sie? Das sind, wie gesagt, nicht meine Tauben, sondern das sind Wilde irgendwie, die fliegen hier rum. Und denen gönnen wir jetzt mal ein bisschen was. Dann nehmen wir erstmal so eine Schippe, würde ich sagen. Und an sich, glaube ich, macht man das nicht so. Aber die Tauben, die fliegen ja. Es gibt ja Ratten und sowas, dass sie sich das nicht alles holen. Packe ich mal hier ein bisschen was aufs Dach. Schauen wir mal, ob die Tauben auch kommen. Also jetzt natürlich nicht. Die müssen das irgendwann sehen.
Und ich glaube, da packen wir 2 oder 3 Schippen drauf. Und dann packen wir da hinten noch was hin. Für Fasane und Rehe oder sowas. Keine Ahnung. Oder Hasen, wer sich halt darüber freut. Weil das ist jetzt zum Beispiel nichts für kleinere Vögel. Das ist eher sowas für größere Tiere. So Leute, das ist ja das Futter hier für die Chickens. Das ist einfach so ein bisschen Weizen. Und hier ist der Mais so klein gemacht, weil dann können die das besser verdauen. Und meine Küken, die können das auch besser fressen, weil die sind noch relativ klein. Das schmeißen wir jetzt einfach mal hier ins Futterhaus. Das holen sich die kleineren Vögel. Und ich brauche auch noch dieses normale Vogelfutter für die Wildvögel, weil das ist ja jetzt eigentlich einfach so Hühnerfutter. Aber das können die auch fressen. Die chillen immer hier in den Bäumen und dann kommen die immer runter. Und dann picken die das so auf. Weil wir haben ja im Frühjahr ganz viele Nistkästen und so hier gehabt. Und da haben die sich ja auch vermehrt, die Vögel. Die fliegen hier mal rum und die klauen auch immer den Hühnern das Futter. Und irgendwie, ich finde das so cool, dass es einfach so ganzer Mais ist. Das ist irgendwie voll toll. Die müssen es halt nur sehen. Und wenn die es einmal gefunden haben, dann sind die lange hier. Und besonders das Coole ist halt auch, wir füttern die jetzt an, weil die haben ja jetzt schon so Schwärme gebildet. Und dann können wir die über den ganzen Winter füttern. Aber erstmal müssen die halt jetzt diesen Platz finden. Yes, mal schauen, wie viele kommen. Oder ob überhaupt welche kommen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Da habe ich noch 2 Maiskolben für die Rehe und so. Weil da sind halt wirklich nur ein ganz paar da. Und ich will erstmal gucken, ob die kommen, weil später füttert man das alles nur und das vergammelt ja. Darum schmeiße ich das hier erstmal einfach so hin. Ist natürlich auch nicht optimal, aber ich denke mal, da werden sich schon ein paar Tiere freuen oder die Tauben oder so. Da sieht man relativ wenig, aber da ist alles voll mit Mais. Und das finden die auch. Ich glaube, ich mache hier noch eine Schippe hin. Denn unser Nachbar, der hat das da natürlich gemäht, aber hier ist halt alles noch langes Gras und hier haben wir auch langes Gras. Da sind auch immer Hasen und sowas drin. Und dann auch in den Bäumen sind immer richtig viele Tauben. Und da hinten ist auch noch Raps und dann sollten die hier eigentlich gut hinkommen. So, wir holen jetzt noch eine Schippe. Oh, ich dachte, das ist ein Reh oder so. Aber das war einfach nur der Hund von den Nachbarn. Das sollten die eigentlich finden. Hier ist halt, das ist halt mega cool. Hier hinten dran ist halt direkt ein Wald. Und hier laufen halt auch immer Rehe lang. Und hier ist wirklich immer, hier ist immer ein Hase drin. Und jetzt, die ganzen Leute ernten halt jetzt. Jetzt steht noch ein bisschen was auf den Feldern drauf. Aber halt auch wirklich nicht viel. Sondern im Winter fast gar nichts mehr. Und wenn wir die jetzt anfüttern, dann kennen die sich halt hier schon aus für den Winter. Letztes Jahr habe ich die auch gefüttert, aber nicht so viel hier. Sondern eher mehr bei meiner Oma und so. Weil ich wusste nicht genau, ob ich die hier drinnen füttern soll. Oder irgendwo anders, weil hier zwischendurch laufen halt überall unsere Tiere. Und wir haben ja auch Hunde, das wisst ihr ja. Darum haben wir auch unser Grundstück eingezäunt. Und wir wollen natürlich nicht. Also die Tiere, die kommen nicht, wenn da ein Hund zwischenläuft. Außer vielleicht das Kaninchen in der Nacht oder so. Aber die holen sich das einfach nicht so gerne. Wenn hier halt Tiere rumlaufen, weil die riechen das auch. Besonders die Kaninchen und so. Und die sehen und riechen halt dann, dass Gefahr wird halt, auch wenn Alice jetzt tendenziell nichts machen würde. Aber trotzdem, die haben da einfach so eine natürliche Angst vor. Kommen die halt einfach dann nicht. So, Leute, wir sind jetzt hier gerade im Hühnergehege. Nebenan ist ja die Voliere. Hier laufen auch schon die ganzen Chicken zwischen meinen Beinen. Obwohl die Futter drin haben. Ich habe denen gerade was gegeben. Denn ich dachte, wir gucken einfach mal nach dem Laub, wie das hier aussieht. Und es ist komplett zerwühlt. Ich bin da nicht durchgefahren oder so. Denn das ist ja einfach alles schon zerwühlt, ne? Und habt ihr was da drin gefunden? Wir sind jetzt auch nochmal bei der Fasanenvoliere. Und das sieht wirklich mega cool aus. Mit den ganzen Blättern hier. Also gefällt mir optisch richtig gut mit dem Kontrast da mit dem Gelb, Golden und Grün und Blautönen vom Goldfasan. Das gefällt mir einfach persönlich mega gut mit diesem Waldlook. Auch wenn es jetzt Herbst ist. Außerdem, Leute, es hat wirklich sehr viel gebracht, weil es ist wieder alles voll mit Blättern. Yeah! Hey! Das ist ja mega dumm. Natürlich ist nicht wieder alles voll mit Blättern, aber hier sind halt schon wieder übelst viele Blätter. Das war gestern noch alles frei. War schon ein bisschen unnötig, das gestern, aber egal. Damit würde ich schon sagen, das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich persönlich mega freuen, denn bei 100.000 Abonnenten gehe ich falsch springen und euch hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao, euer Conny.